Im mobilen Umfeld setzen wir auf Lösungen auf Basis von Android und iOS, was dank Delphi sehr leicht über die Cross-Kompilierfähigkeit umsetzbar ist. Mein Name ist Jürgen Bucher, ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Firma BS Software Development. Wir arbeiten seit über 20 Jahren im Gesundheitswesen, entwickeln dort Software für niedergelassene Ärzte, für Kliniken, für Labore und haben mittlerweile mehr als 10.000 Anwender, die mit unserer Lösung arbeiten. Wir sind momentan 35 Mitarbeiter, wachsen sehr stark, im Schnitt 20-30% pro Jahr und müssen natürlich entsprechend auch unsere Umgebung skalieren, was wir mit Delphi von Embarcadero sehr gut lösen können. Unser Kernprodukt ist der QuickConserver, eine Kommunikationslösung, bei der wir, weil wir im Gesundheitswesen agieren, sehr hohen Wert auf Sicherheit legen. Das bedeutet, wir haben eine Multifaktor-Authentisierung mit implementiert und sehr rigide und strenge Verschlüsselungsalgorithmen. QuickCon etabliert verschiedene Funktionen, die von Ärzten verwendet werden können, um zum Beispiel mit ihrem Labor zu kommunizieren und darüber Aufträge an das Labor zu platzieren, Dokumente und Ergebnisse mit dem Labor auszutauschen und über eine Chatfunktion direkt mit Ansprechpartnern aus der ärztlichen bzw. aus der Abrechnungsabteilung zu kommunizieren. Mein Name ist Jens Böttinger. Ich arbeite seit ca. 10 Jahren bei der Firma BS Software Development hier in Neu-Ulm. Ich habe medizinisches Informationsmanagement studiert und leite seit ca. 5 Jahren nun hier die Entwicklung. In letzter Zeit sind Client-Server-Applikationen immer wichtiger geworden, um eben von jedem Ort aus auf die Daten zugreifen zu können. Ein wichtiger weiterer Punkt sind natürlich ausfallsichere Systeme im medizinischen Bereich. Deshalb arbeiten wir immer mit redundanten Systemen, das heißt, die einspringen, falls der erste oder der zweite Server ausfallen sollte. QuickCon generiert tagtäglich ca. 200.000 Laboraufträge, Barcode-Etiketten und PDF-Dokumente, die über die Client-Server-Kommunikation direkt zum Labor hochgeladen werden. Da wir tagtäglich neue Kundenwünsche bekommen, arbeiten wir hier sehr agil. Delphi ermöglicht es uns, diese Funktionen schnell umzusetzen und regelmäßige Releases zu veröffentlichen. Ein Prozess zum Beispiel bildet die Kommunikation zwischen den niedergelassenen Ärzten und den Laboren. Der niedergelassene Arzt hat zum Beispiel die Möglichkeit, direkt im Labor über die Online-Plattform einen Auftrag zu erstellen. Er bekommt dann direkt automatisiert seine Blutetiketten zurück, die er auf die Röhrchen klebt. Es werden die von der KV benötigten Überweisungsscheine direkt im Hintergrund erzeugt, digital signiert und direkt auf das Laborportal wieder hochgeladen. Über den Labormarkt hinaus haben wir auch den Klinikbereich als neuen Markt qualifiziert, in dem wir uns stärker positionieren wollen. Auch das Thema Studienmanagement steht bei uns auf der Tagesordnung und in dem Hinblick auch die Internationalisierung unseres Produktportfolios. Und dahingehend müssen wir uns natürlich zunehmend auch mit der multilingualen Entwicklung auseinandersetzen, was in Delphi sehr gut und einfach umgesetzt werden kann. Bei uns wird jedes Produkt mit Delphi umgesetzt. Delphi bietet uns einfach gute Funktionalitäten, eine gute Komponentensammlung, um sehr schnell gute Software auf dem Markt zu platzieren. Bei allen neuen Projekten verwenden wir die FireMonkey-Technologie. Sie hat den Vorteil des Cross-Compilings. Wir können somit den niedergelassenen Ärzten oder unseren Kunden eine Software für alle Plattformen zur Verfügung stellen. Unser DataSnap-Server läuft bisher noch auf einem Windows-System. Wir implementieren diesen aber jedoch gerade auf einem Linux-System. Der Client verbindet sich auf den Server mit der DataSnap-Middleware-Technologie.
Der Server konnektiert sich dann weiter via FireDeck auf die Postgre-Datenbank, welche die benötigten Daten dem Client dann wieder zurückliefert. Da Security eine sehr wichtige Rolle spielt, verwenden wir für die Client-Server-Kommunikation eine 256-Bit-AES-Verschlüsselung und verwenden dafür die Komponenten von TMS. Ein großes Anliegen von uns ist auch die Förderung junger Entwickler. Dazu haben wir eine Kooperation mit dem lokalen Bertha von Suttner Gymnasium etabliert, innerhalb derer Anwendungsentwickler von uns, Schüler im Gymnasium, unterrichten auf Basis von Delphi, dort kleine Apps entwickeln und auf die Smartphones der Schüler direkt installieren, was natürlich einen sehr großen Spaß- und Lerneffekt bei den Schülern erzielt.